Willkommen zurück bei Far Cry 2. Unser nächster Auftrag wartet. Guck mal, wie hier ein bedroht. Warte mal. Mir gerade aufgefallen. Da kriegen sie eigentlich richtig Angst. Wenn du mich umlegst, bist du tot. Haha. Reiß den Arsch auf. Vorsicht! Wow! Ah! Vorhin haben sie nicht auf mich geschossen. Scheiße! Jetzt aber weg hier. Ah! Wieso schießen sie jetzt auf einmal auf mich? Los, raus hier, weg da. Weg! Vorhin haben sie echt nicht auf mich geschossen. Und auf einmal fangen die an auf mich zu ballern, die Wichser. Boah. Jetzt aber schnell. Weg. Weg. So, jetzt dürfen sie mir eigentlich nichts mehr machen. Okay. Oh, verdammt. Voll auf einmal auf mich geschossen, muss ich erstmal heilen. Zack. Wir sind wieder voll. So, jetzt gehen wir da rein, aber wir benehmen uns jetzt. Sonst kriegen wir keine Aufträge mehr von denen, ey. So, bevor wir hier noch Streit anfangen. Hallo. Wenn man zu viel bedroht, dann geht's ab, habt ihr gemerkt. Okay. Also lasst's lieber. Ist nicht gut. Das ist schlecht fürs Image. So. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob wir würdig sind, noch einen Auftrag zu anzunehmen. Oh nein. Ja, ja. Mach doch gar nichts. So. Weit genug. Keine Waffen, los, Arme hoch. Warte mal, wir sind bei der falschen, oder? Sind wir jetzt bei der... Da war doch vorhin ein anderen gestanden. War das? Moment. Was willst du? Das sind die richtigen, doch. Deine Waffen, los, Arme hoch. Ja, ich weiß doch. Ja, ich weiß es. Mach doch nicht so eine Welle, ich muss erst mal was trinken. Moment, schnell. So, okay. Vielleicht kriegen wir noch was. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen Medizin klauen hier. Sie wissen, was geredet wird. Das kriegen wir Gott sei Dank überall. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Sie bezahlen uns für einen Job, richtig? Und den erledigen wir auch. Geld hat was John noch hat. Genau. Kein Geld, keine Söldner. Sie beherrschen Ihren Job. Besser als die anderen, die ich angehört habe. Dank Ihnen wird die UFLL immer stärker. Und das ist gut. Danke. Was Dr. Kakumba sagen will, ist, dass wir einen Job für einen Söldner haben. Für einen wie Sie, mein Freund. Die APR bietet einem europäischen Agrarunternehmen Schutz. Anzugträger, die seltsame Dinge mit lokalen Ökosystemen vorhaben und dabei keine Beschwerden hören wollen. Die APR-Kämpfer bewachen die Farm und erhalten dafür so viel Grünzeug, wie sie essen können. Sie sollen diese Sauerei beenden. Die Farm liegt östlich der Stadt, bei den Bergen. Zwischen zwei Treibhäusern steht ein Schuppen. Da drin sind Bewässerungspumpen. Sie müssen sie irgendwie zerstören. Was ist? Die Wissenschaftler verstehen, dass die APR keinen Schutz bieten kann. Niemandem. Natürlich nur, wenn sie erfolgreich sind. Ja, klar. Geh mal hier. Ja? Sie verstehen? Zu den Treibhäusern. In den Schuppen und zerstören sie die Rohre. Wir bezahlen in Steinen, wie üblich. Ja, klar. Danke. 15? Wow. Sie sind auf Sicht gestellt. Erwarten Sie keine Hilfe. Nicht mal von uns. Ist mir scheißegal. Ziele aktualisiert. Hauptsache, ich bekomme meine Steine. Die habe ich ja schon bekommen. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass ich sterbe. Hey, Bruder. Jetzt klingelt bestimmt gleich das Telefon. Diesmal nicht? Echt? Keine Alternative? Wow. Doch, gibt's. Gibt's ja nicht, oder? Ja. Michel, hier können wir uns einen halben Kilometer südlich von Thaler treffen beim Fluss. Können wir mal einen Auftrag alleine machen, ohne euch? Das ist doch unglaublich, ey. Wo soll denn das überhaupt sein, jetzt Moment? Da komme ich ja nicht mal mit dem Bus hin. Da kann ich ja alles laufen, ey. Oder mit dem Auto hier fahren. Ich glaube, ich nehme lieber den Karren hier. So, die sich jetzt mit uns treffen. Natürlich können wir den Auftrag entweder wieder so erledigen oder auch anders. Aber wir bekommen vielleicht dann auch wieder dadurch zwei Aufträge. Und steigen dadurch an Beliebtheit. Wenn man schon im Real Life keine Freunde hat, dann brauchen wir es wenigstens im Spiel. So, fahren wir mal zu der Alten hin. Was die so für uns hat.
da auch diesen. Was ist das hier? Ja, wir sind sogar richtig. Da vorne ist noch ein Lager, wo wir ausnehmen sollten. Sollen wir das mal machen? Dann haben wir das auch erledigt. Aber irgendwie können wir das auch beim nächsten Mal machen. Auf die Kack, die haben sowieso kein Fahrzeug, um uns zu verfolgen. So, wir müssen da lang. Außer das eine da. Oh! Du Wichser, wieso kann man die schießen nebenher bei der Fahrt? Haben sie vergessen einzubauen oder was? Naja, da fahren wir halt hinterher. Schieb mich ein bisschen an, da geht schon schneller hier. Ich wollte schon kein Gas geben. So. Okay, jetzt fahren wir raus aus der Zone hier. Guck mal, schiebt er mich schon wieder an. Tatsache. Ja, steig aus, genau. Die Trottel. Voll Spasti, Mann. Sind wir hier richtig, oder? Nee. Wir müssen irgendwie hier... Oh, Mann! Ist die Ruckerei. Dann gehen die mir noch in den Sack hier. So, Headshot. Perfekt. So. Egal, was ich einstelle, es ruckelt immer bei der Aufnahme. Es liegt irgendwie an Fraps oder so. Selbst wenn ich mit der Auflösung runterfahre, spielt keine Rolle. Aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Von dem abgesehen ist mir eigentlich wurscht. Ah, guck mal, ein Viech. Komm, wir jagen ein bisschen. Ah, Ladehemmung. Schnell. Bring sie in den Griff. Rotwild. Komm, Headshot. Ich habe voll getroffen. Also Headshot nicht möglich. Kann man das essen? Nö. Man kann nur kein Elfenbein sammeln oder so. Aber ich glaube, ich werde verfolgt, oder? Was ist da unten? Nix. So, hol mal die Karte. Ist mir überhaupt richtig hier, was wir hier machen? Ach, wir haben das sogar schon freigeschalten. Hey! Irgendwas schießt auf uns. So, brennt da was? Sag mal, wer schießt denn da? Au! Geht's noch? Schnell dahin. Arschlecken. Rein da. Sag mal, was du zu sagen hast. Oh, gut, Sie sind da. Kennen Sie das Chemielager? Dort steht ein Entlaubungsmittel. Hochgiftig. Können Sie es für mich holen? Ich denke schon. Moment. Ich muss ganz kurz. Ich warte beim Flugfeld südlich von hier. Wenn Sie weiter zu den Treibhäusern gehen, starte ich. Ich versprühe die Chemikalien. Okay. Das Entlaubungsmittel vernichtet alle Pflanzen. Dann haben die Soldaten keine Deckung mehr. Dann können sie sich schneller orten und töten. Voilà. Je mehr sie töten, desto glücklicher bin ich. Guck, wir kriegen voll die Special. Ich brauche nur noch den Kanister. Kriegst du? Machen wir. Hast du mir auch eine schöne Waffe? Der Kanister ist im Chemielager. Beschädigen Sie ihn auf keinen Fall. Oh, die ist ein bisschen besser und größer, ne? Schmeißen wir einen anderen Klump hin, Alter. Okay, gut. Ich mach's. Ich erledige es für dich. Sind da irgendwelche Typen jetzt? Nee. Die ist auf jeden Fall, glaube ich, besser. Hört die sich gleich an? Ja, ähnlich. Das ist so eine, wie da oben drauf montiert ist. Oder? Nee. Doch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein Fahrzeug. So, wir müssen da Tanks holen. Dafür müssen wir einmal um den Berg fahren. Ah, Diamant! Habt ihr es gesehen, blinken? Wo ist es? Da. Geradeaus. Och nö, Malaria. Immer ein paar Pillen, Alter. So, wieder besser. Da vorne ist er. Sehen.
Ja, wir werden dann noch richtig reich hier mit Game. Okay, also holen wir die Chemikalie. So. Einmal um den Berg. Oh, zum Glück haben wir einen Geländewagen. So, aber irgendwann müssen wir aber ein paar Aufträge für den Waffenhändler machen, weil wir brauchen auch natürlich etwas bessere Knarren, endlich mal. Und so Waffenkisten sollten wir auch noch kaufen, die wir immer mal austauschen können. So. Gut. Jetzt müssten wir auf dem richtigen Weg sein. Nein! Ah, sie fahren weg. Ah. Aber ich denke, da wird gleich wieder einer kommen. Die drehen bestimmt um. Die haben mich doch bestimmt gesehen, oder? Ja, da kommen die schon. Perfekt. Mein Karren hat nicht mal arg was abgekriegt. So, dann einmal da vorne nach rechts. Ist da. Ah, Waffenladen. Der ist ziemlich in der Nähe hier sogar. Oh je. Diamant? Hier ist irgendwo ein Diamant. Oh. Noch mehr? Nee. Aber hier ist irgendwo einer. Irgendwo. Fahren wir mal dahin. Na? Hey, das blinkt ja wie so ein Christbaum, ey. Wo ist er denn? Ich glaube, ich muss zu Fuß weitersuchen. So, gucken wir mal so. Da wird es ziemlich stärker. Hier müsste irgendwo sein. Hey! Ah! Gerade war es ganz. Also irgendwo hier. Da ist er hier drin wahrscheinlich. Hier was. Oh, das Ding hier weg. Hä? Es ist auf dem Dach oben. Ah, Tatsache. Wie immer. Die lassen sich doch immer was Neues einfallen. Oh, mit der Machete. Zack und ja. Nein! So, komm auch hoch. Yeah! Alle werden wir sowieso nicht finden. So, weiter zum Auftrag. Da vorne sind wir schon da. Hm? So, die komischen Fässer besorgen. Ich schaue mich lieber mal um ein bisschen. Oh, die haben mich schon gesehen. Ey! Oh, 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 oh. So. Toll, der ist jetzt am Arsch, ne? War ja klar. Und sie haben noch ein Fahrzeug. Stimmt's? Ey, nein, nein, nein. Ich wollte nur zoomen. Geht nicht, oder? Da war noch einer.
Scheiße. Wo ist der letzte? Da ist er. Nein, Ladehemmung. Scheiße, der will ans Fahrzeug. Das war's, mein Freund. Nix Fahrzeug. Da ist noch einer. Gut. Ah, die verzieht's nicht so. Das ist gut. Sprengstoff. Medizin. Munition. Noch mehr Munition. Kann man die auch nehmen? Nein. Und wo sind jetzt die komischen Fässer? Da blinkt was. Ah, Chemikalie, da haben wir sie. Perfekt. So, dann werden wir hier gleich die Chemikalie bringen. Aber im nächsten Part, nicht in diesem. Bis dann. Ciao. Oh, Telefon, da gehen wir noch kurz hin. Grüß Gott. Bin beim Flugfeld, bringen Sie mir den Kanister. Ja, das machen wir gleich im nächsten Part. Ciao.